Danke für diesen schönen Empfang. Folgendes. Sly Stallone ist mittlerweile auch, glaube ich, gut in den 50ern. Und er möchte noch einmal zurück in den Ring, um Rocky 6 zu drehen. Ist das eine Sache für seine Fans? Ja, wie die Flippers sagen würden, geht er noch mal zurück in den Ring. Rocky 6. Mein Gott, das ist lange her, oder? Rocky 5. Wie lange ist das her? Seither hat Brigitte Nielsen schon zweimal die Implantate gewechselt. Sly! Es ist ein bisschen schwierig, Schauspieler zu finden für diesen Film, denn die guten Boxschauspieler, ja, die braucht man alle für die K.O.-Siege von Axel Schulz. Das ist mein Lieblingswitz heute Abend. Das ist wirklich großartig, ein großartiger Witz. Nein, 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 nein. Heute Abend ist es ein reines Vergnügen, meine Gäste anzusagen. Mein erster Gast heute Abend ist ein wunderbarer Kollege, wirklich einer der angenehmsten Kollegen, die man in diesem Geschäft haben kann. Seit vielen Jahren ein Freund unserer sympathischen kleinen Familienshow. Er lebt in New York und hat in der letzten Woche hier Kinopremiere mit dem Kinofilm Bang, Boom, Bang. Ein Film, der durchweg hochgelobt wurde von der Kritik. Und wir haben wirklich einen großartigen Ausschnitt aus diesem Film nachher mit ihm hier in unserer Sendung. Bei uns zu Gast heute Abend, meine Damen und Herren, Christian Karmann. Und mein zweiter Gast steht schon lange, lange Zeit auf meiner Wunschliste ganz oben. Eine äußerst attraktive Moderatorin. Wenn Sie Sportfan sind und das Sitz der regelmäßig sehen, dann kennen Sie sie alle. Die attraktivste Sportjournalistin im deutschen Fernsehen, meine Damen und Herren, und eine Ausnahmesportlerin. Ich weiß nicht, sechsmalige Olympiasiegerin, neunmalige Weltmeisterin, Europameisterin, alles gewonnen. Und seit 1993, wie gesagt, als Reporterin beim ZDF. Heute Abend bei uns Christine Otto. Dem Abendessen gestern mit den beiden attraktiven Damen aus Aalen von der Ostalb. Mein neuer Partner Horst! Guten Abend, Horst! Sie merken es zu Hause, die Damen und Herren hier im Saal und ich, wir sind bereits Freunde geworden. Und auch Sie zu Hause und ich, wir werden am Ende dieser Sendung sagen: Tschüss, gute Nacht, morgen früh. Und das ist für mich das Entscheidende in diesem Lied. Wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Italienische Wissenschaftler haben etwas heraus. Sie kennen doch alle das Bild Mona Lisa, oder? Wer von uns stand nicht schon vor dem Louvre? Sagt man Louvre oder Livre? Louvre, Louvre. Wie kann man sagen? Vor dem Louvre und sagte, boah, so klein. Ne, ehrlich, wirklich. Da fährt man rüber, gibt das viele Geld aus. In Paris kostet eine Tasse Kaffee 8 Mark. Und dann so. Ja, und dann dieses Lächeln, ungefähr so. Ja, so sieht das ungefähr aus. Und jetzt hat man herausgefunden, italienische Wissenschaftler, die Frau lächelt gar nicht, sondern es war eine kranke Frau, die geknirscht hat. Ja? So entstand der Gesichtsausdruck mit geschwollenen Händen. Eine kranke Frau mit dicken, geschwollenen Händen. Und deswegen hat auch das ZDF sein Frauenmagazin nach ihr benannt. Ich sehe es fast immer. Ich sehe es fast immer. Mona Lisa. Mona Lisa mit der Gastgeberin Conny vom Allgäu Hermann. Fast immer sitze ich auf der Couch und schaue es an. Muss ich. Mhm. Entsetzlich. Frauen. Kürzere Lebensarbeitszeit bin ich auch dafür. Ja, schreibe ich alles mit und mache mich beliebt zu Hause. Es ist so einfach, oder? Was höre ich heute aus, wie heißt dieses Kaff da? Bonn. Früher mal Hauptstadt, jetzt. Ja. Tumbleweed.
Ja, aber ich habe gehört, einsame Katzen. Ich dachte, wie? Prostitution am Zusammenbruch, jetzt wo die Politiker weg sind? Nein! Unsere Abgeordneten haben ihre Katzen, ihre Haustiere einfach ausgesetzt. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Gehen nach Berlin, lassen die Haustiere zurück. Viele Katzen sind so einsam, ja, dass sie in Bonn am Tierasyl rütteln und schreien, ich will hier rein! Mona Lisa! Mona Lisa! Und das wichtigste Thema des heutigen Abends betrifft meine Heimat Baden-Württemberg, Schwaben. Und zwar die Werbeagentur Scholz and nicht besonders viele Friends in Hamburg macht eine Imagekampagne. Muss man sich das bieten lassen für mich als Schwabe, der hinausgezogen ist, nicht nur um reich zu werden, sondern auch um mal was anderes zu essen. Imagekampagne für das Schwabenland. Die Schwaben sollen außerhalb von Schwaben locker dargestellt werden, ja? Und die Klischees abgeschafft werden. Kehrwoche, Spätzle, Geiz und die alte Parole, schaffe, schaffe, Häuslebauer. Kehrwoche wird als negativ außerhalb empfunden. Schaffe, schaffe, kennen Sie, wie das weitergeht? Schaffe, schaffe, Häuslebauer und nicht nach dem Mädle schauer. Und wenn unser Häusle steht, noch gibt's so lang keine Ruhe, weil dann sparen wir für ein Gäusle und eine Kuh. Diesen Ausschnitt schenke ich Mona Lisa. Diesen Ausschnitt schenke ich der ZDF-Frauenshow Mona Lisa. Ich finde, das muss nicht viel Geld kosten, so eine Imagekampagne für Schwaben, oder? Die beste Imagekampagne für Schwaben wäre, der VfB Stuttgart fährt nicht mehr zu Auswärtsspielen. Man hat schon einen ersten Werbespot gedreht, und zwar der Bausparfuchs wird endlich von einem Ziegelstein erschlagen. Weg. Ja. Und dann gibt es ein Werbe. Sie wissen, früher hatte ja Stuttgart den Werbeslogan Stuttgart, Stadt zwischen Hängen und Würgen. Und jetzt gibt es einen neuen Slogan. Bei uns wird der Bürgersteig gekehrt, bevor wir ihn hochklappen. Ja, ich meine, für wen wollt ihr denn bitte bei Scholz and Friends Schwaben attraktiver machen, oder? Für das ganze Schmarotzer, die bloß auf unsere Kosten dort sind und nichts schaffen. Geschäft kommt von Schaffe. Jawohl, wir brauchen wieder die Zeit, wo 8 Verwandte in euch Stub ziehen. Normales schwäbisches Smarter, oder? Ja. Na da, komm. Allerdings, man muss auch sagen, es ist keine einfache Aufgabe für die Werbeagentur, ja? Ich finde, lockere Schwaben, genauso schwierig wie zum Beispiel gut gelaunte Ossis. Ja. Mona Lisa! Ja, ich habe es schon eingangs gesagt, meine Gäste, meine Damen und Herren, meine Freunde, die Gäste aus der großen weiten Welt des Showgeschäfts, die jeden Abend bei uns hereinschneiden. Ich muss an dieser Stelle mal etwas sagen. Es wirkt immer easy, es wirkt immer cool, es wirkt immer locker, wie diese Künstler hier hereinkommen. Das ist das Ergebnis von harter Arbeit. Die meisten Gäste reisen eine Woche vorher im kleinen Bus an, üben das, gehen noch mal mit dem Manager durch, proben das, lassen sich einleuchten. Und es klappt, Gott sei Dank, in, sag ich mal, 95% der Fälle. Aber es gibt leider, leider, leider auch Abende, an denen das mit dem Gästeauftritt ein bisschen schief geht. Seit nunmehr über 600 Sendungen präsentiert Harald Schmidt Abend für Abend hochkarätige Gesprächsgäste aus aller Welt. Der Gast kommt rein, geht die paar Schritte zu Haralds Schreibtisch, Hände schütteln, setzen, quatschen. Ist ja auch wirklich nicht so schwer. Doch jetzt ist es heraus. Das scheinbar so sichere, hundertfach durchlaufene Auftrittsprozedere birgt für den Gast oft schlimme Gefahren. Beim Gang zum Tisch kam es häufig zu verheerenden Pannen. Beispiel Howard Carpendale. Heute haben wir uns zu Gast. Herzlich willkommen, Howard Carpendale! Am 14.10.98 betritt der sympathische, semmelblonde, südafrikanische Schmusebarde super gut drauf die Showbühne. Doch er sollte nie am Schreibtisch ankommen. Erst 2 Monate später konnte Carpendale wieder feste Nahrung zu sich nehmen. Der Fall Tscherno Jobatai. Herzlich willkommen, Tscherno Jobatai! Der pfiffige Zwinkerfex ahnte nichts Böses, als er am 17.08.98 die Harald-Schmidt-Show besuchte.
Von der Wirkung des tückischen Nervengiftes sollte sich Jobatai nie ganz erholen. Der Fall Messner. Herzlich willkommen, Reinhold Messner! 18.11.98. Messner genießt die ersten Sekunden seines Auftritts in der Harald-Schmidt-Show. Dann ging alles sehr schnell. Augenzeugen behaupten immer noch, dass Messner von einem Yeti gerissen und ausgeweidet wurde. Aber sicher werden wir es wohl nie wissen. Der Fall Heino. Herzlich willkommen, Heino! 9.12.98. Volksbade Heino. Heino? Bis heute fehlt noch jede Spur von Heino. Der Fall Karell. Hier ist Mr. Showgeschäft persönlich. Herzlich willkommen, Rudi Karell! 26.02.98. Rudi Karell hätte es ahnen können, wenn er nicht taub wäre. Der Fall Heck. Dieter Thomas Heck! Die wohl schrecklichste Panne aber widerfuhr Show-Veteran Dieter Thomas Heck. Heck explodierte. So verliert Deutschland seine größten Kulturträger. Wie lange noch? Horst! Pass mal auf, dass hier nicht passiert. Ja. Aber ich bin sicher, heute wird mit den Gästen alles gut gehen. Das hier ist Ihre Wahl zum Liebling des Monats September. Eine im Genlabor hergestellte Superfusion der neuen drei Megakommentatoren von TM3 für die Champions League. Hansi Müller, Stefan Kunz und Karl-Heinz Rummenigge. Demnächst zu sehen bei TM3 als Stansi Kullernigge. Ihr ja. Stansi Kullernigge. Ach, wir in Köln hier, ich sag's immer wieder, wir sind ein bisschen deprimiert. Sie haben es ja auch außerhalb in ganz Deutschland verfolgt. Dieser Ärger mit unserem SPD-Spitzenkandidaten bei der Oberbürgermeisterwahl. Sie wissen, Klaus Heugel, er ist nicht zurückgetreten, nein, er lässt die Ämter ruhen. Lässt das Amt als Oberstadtdirektor ruhen und auch die Kandidatur. Und das ist natürlich schade, weil die SPD hat jetzt keinen Kandidaten mehr. Hier in Köln geht ohne Kandidat in die Bürgermeisterwahl, Sonntag in 2 Wochen. Und dieses Plakat hier, ja, das hing bisher hier in Köln. Von Burger, der jetzige Oberbürgermeister, zu Heugel, wurde heute abgehängt. Weg, ja. Heugel wählen, von Burger zu Heugel. Wir haben gedacht, es ist schade, SPD. Ihr braucht ein neues Plakat und ihr braucht euch einen neuen Kandidaten. Und wir schenken euch, liebe Kölner SPD, diesen Spitzenkandidat und das dazugehörende Plakat. Von Heugel zu Horst. Horst, so schön, dass du das, dass du da kurzfristig eingesprungen bist, obwohl es ja, glaube ich, das strenge Wahlgesetz hier in Nordrhein-Westfalen gar nicht erlaubt. Und wir sollten nicht vergessen, meine Damen und Herren, junge Menschen kriegen hier bei dieser Wahl in Köln eine Chance und wir unterstützen unseren Lieblingskandidaten, der wirklich das geilste Plakat hier in Köln hat, CDU-Kandidat Andreas Köhler. Jawohl. Mona Lisa, frischer Wind, frischer Wind. Vor Ort. Heute habe ich bunte, interessante Titel. Wie lange hält die Ehe mit einer jungen Frau? Also natürlich nur, wenn der Mann alt ist. Ja, sonst ja, wenn der Mann auch jung ist, ist es sinnlos. Und da habe ich etwas sehr Interessantes hinten in der Rubrik, jetzt haben wir das Heft gleich durchgefunden, bei den Leserbriefen. Da hat einer unserer Lieblingsmoderatoren und ein wirklicher Künstler, ein Publikums- und Frauenschwarm, Axel Bulthaupt von ARD Brisant, einen Leserbrief geschrieben. Schauen Sie hier. Hier ist der Leserbrief von Axel Bulthaupt. Und wir waren ein bisschen traurig. Wir haben gesagt, Axel, Leserbriefe in bunte schreiben, das macht man doch nicht. Als Fernsehstar. Man ist entweder auf dem Titel oder mit vielen bunten Fotos im Heft. Aber mit so einem Leserbrief hinten sich noch reinbringen,
Axel. Ja, auf jeden Fall, er hat, wie als seine Freunde sagen, ironisch geschrieben. Und er hat sich ein bisschen ironisch drüber ausgelassen. In Bunte Nummer 33 war eine Liste mit den 150 wichtigsten Partygästen in Deutschland. Und wir haben gesagt, Moment, da gehen wir mal runter in unser computergesteuertes 80.000 Quadratkilometer großes Archiv. Das ist Bunte Nummer 33. Wie viel Hass kann diese Familie noch ertragen? Und da war diese 150 Promi-Liste drin. Und also, das sollten Sie mal sehen, die beliebtesten Partygäste, das beliebteste Paar in Deutschland sind diese beiden Herrschaften, Kalle von Bismarck und seine Frau Celia. Mit diesen beiden Winner-Typen wird jede Party ein Erfolg. Platz 1, Platz 150 auf dieser Liste, Bernd Herzsprung und Frau Barbara. Kalle von Bismarck, Bernd Herzsprung. Und jetzt raten Sie mal, auf diesen 150 Plätzen, ja, es ist wirklich jeder drin, der schon mal irgendwie zwei Verwandte im Heimkino zu Besuch hatte. Jeder. Es gibt da Leute, die sagen, Mensch, der lebt noch. Ja, auch drin. Raten Sie mal. Und wir haben mit der Lupe geguckt. Wir haben gesagt, guck noch mal genau. Guck du auch mal. Horst, guck du auch mal nach. Raten Sie, wo auf dieser 150 Personenliste, wer da nicht ist. Axel Bulthaupt. Unglaublich, oder? Und da hat er diesen Leserbrief geschrieben und hat also ein bisschen geschrieben, er über Karl Eduard von Bismarck oder über Bernd Herzsprung oder über Star Figaro, Gerhard Mayer und wie sie alle heißen, unsere Lieblinge. Und wir haben uns gefragt, warum wird denn Axel Bulthaupt nicht erwähnt auf dieser die 150 Leute ohne die, wo Deutschland aufhört sich zu drehen, Liste? Und vielleicht, lieber Axel, liegt es an dem Foto, das wir heute von dir in Gala gefunden haben, wo wir fragen, alles okay? Müssen wir uns Sorgen machen? Wird das alles noch von Andrea Fischer bezahlt? Dieses Foto hier. Axel. Nicht mehr. Schreiben. Leserbriefe. Macht sonst nur Nina Ruge. Wirklich. Axel, alles wird gut. Ja? Und wenn du wieder mal irgendwie so auf so einer Liste nicht dabei bist, komm doch einfach zur Eröffnung eines großen Fernsehzentrums. Zum Beispiel, wo warst du am Montag in Berlin, als die Welt gefeiert hat, das große neue Sat.1-Sendezentrum in Berlin, mitten im Herzen von Berlin. Und viele sagen, Sendezentrum, das klingt so technisch, das klingt so nüchtern. Nein, es ist das Herz. Und es ist die Seele eines Senders, der mit sehr viel Liebe Programm für Sie macht. Tag für Tag, meine Damen und Herren. Und wir wollen Ihnen dieses neue Wunderwerk der Technik einmal ein bisschen genauer vorstellen. Stetiger Wandel ist immer auch Evokation zur Optimierung sozialkultureller Möglichkeiten. Unsere moderne Zeit erfordert moderne Medien. Ich sage das so bestimmt, weil es hier auf meinem Blatt steht. Jemand hat es aufgeschrieben, ich lese es vor. So sieht's aus. Wie auch immer, Fernsehsender brauchen vernünftige Sendezentren. Besonders in Berlin. Ob ARD, RTL, TM3 oder Pro7. Alle investierten Millionen für Medien-Hightech an der Spree. Jetzt hat auch Sat.1 sein Berliner Sendezentrum eröffnet. Und es ist imposanter als alle anderen. Nutznießer sind vor allem die Fernsehzuschauer, die sich über das neue Haus auch wie verrückt freuen. Denn jetzt endlich kann Sat.1 Qualitätsfilme senden. Ob Gabi und die Pullermänner oder der Knaller Tante Irmgard juckt die Kimme. Ab jetzt haben Cineasten und Feinschmecker ihr Zuhause bei Sat.1. Und wer durfte bei der feierlichen Eröffnung des stolzen Medienzentrums natürlich nicht fehlen? Richtig, er! Und wie das war, das zeigen wir Ihnen jetzt mal. Ja, wir sitzen jetzt hier in diesem niegelnagelneuen Sat.1 Sendezentrum und warten drauf, dass es losgeht. Es ist jetzt 12:45 Uhr, um 18 Uhr geht's los. Und wir kommen jetzt gleich in den Raum mit allen Sat.1-Stars, hat man uns gesagt. Viele werden schon zurechtgemacht. Da hinten zum Beispiel in der Maske gerade Monika Lier raus. Und wir warten jetzt noch drauf. Hier. Bis man uns abholt und in den Raum mit den anderen Sat.1-Stars bringt. Aber bisher gefällt es uns gut. Erst gab es aber mal rohen Fisch für ganz umsonst. Lecker.
Dann wurden Harald und Helmut fotografiert. Die Stühle sollten übrigens den Klassenunterschied deutlich machen. Dann waren sie alle beieinander, die schillernden Sat.1-Stars. Man aß, trank und schwatzte, dass es nur so eine Art hatte. Natürlich nicht alles auf einmal. Während die einen schwatzten und tranken, aßen andere dafür mehr. Schließlich meldete sich der Chef über Großbildleinwand. Kogelsfried sprach und was er sagte, war wichtig und gut. Die gesamte Belegschaft hing atemlos an seinen Lippen. Ab dann wurde nur noch gesoffen. Und die Frage des Abends war, Harald Schmidt und Veronika Ferres, mehr als nur Kollegen? Während diese Bilder noch leise Zweifel offen ließen, war spätestens hier alles klar. Huckepack vorm Sendezentrum. Eine unglaubliche Schweinerei. Aber Schmidt ist alt genug. Er muss selber wissen, wie weit man gehen kann. Demnächst mehr zum Thema. Das neue Sendezentrum von Sat.1. Mein erster Gast heute Abend ist bekannt geworden als Mutter, als Benny Beimer in der Lindenstraße. 1997 gab er sein Debüt als Filmschauspieler in Das erste Semester. Und seit einer Woche ist er in einem von der Kritik hochgelobten Film im Kino zu sehen. Bang, Boom, Bang. Lebt in New York, war gestern in Berlin und heute hier bei uns. Herzlich willkommen, Christian Karmann. Ich freue mich jedes Mal, wenn du hier bei uns zu Gast bist. Ja, ebenfalls. Wir haben das ja häufiger, dass uns Schauspieler hier behaupten, sie leben in New York oder sie leben in L.A. und in Wirklichkeit wohnen sie um die Ecke. Aber du lebst wirklich in New York. Ja, also ja. Hälfte, Hälfte, kann man sagen. Im Moment bin ich in Deutschland viel, aber im Frühjahr und im Herbst bin ich in New York. Ja, du arbeitest auch in New York, das ist ja ganz wichtig. Ja? Ihr habt da ein Projekt, das nennt sich German Theater Abroad. Abroad. Genau. Das heißt, deutsche Bühne im Ausland, genau. Übersetzt, oder wie? Deutsches Theater im Ausland. Im Ausland. Ja. Ja. Wo ist das in New York und was macht ihr da? Das ist in Manhattan. Im Moment halt spielen wir das im Cherry Lane Theater, im Greenwich Village. Und das ist halt eine Geschichte, die ich mit meinen zwei Freunden und Partnern, Ronald Marx und Jareth Merz, erfunden habe während meines Aufenthalts da und nach der Schauspielschule. Wir waren halt drei Schauspieler, drei Freunde und haben uns überlegt, was können wir mal machen, irgendwie, um irgendwie mal ein gutes Stück zu machen, selber mal zu spielen, weil man ist ja in Amerika als deutscher Schauspieler ein bisschen Außenseiter, obwohl man, also selbst wenn man gut Englisch spricht. Ja. Dann haben wir überlegt, wir machen mal einfach mal selber ein deutsches Stück mit wenig Aufwand, was sich bewerkstelligen lässt. Und dann haben wir einen amerikanischen Anwalt, also der sogenannte Entertainment Lawyer, der halt Theaterproduktionen vertritt, kennengelernt. Und der hat uns angeschoben zur Idee, also einen richtigen Theater zu gründen und nicht nur mal einmal so eine Produktion zu machen. Ja. Dann haben wir ein Konzept entwickelt und dann haben wir uns überlegt, dass wir versuchen wollen, also ein Forum zu bieten für deutsche Schauspieler, Dramatiker, Regisseure in Amerika. Und deutsche Stücke aber in der englischen Übersetzung zu spielen, um das dem amerikanischen Publikum zu zeigen. Ihr mietet also immer für die Produktion ein Theater an? Genau. Ja, wie viele Plätze hat das? Im Moment hat das 200. Ja, wie trägt sich das? Das ist halt in Amerika so, dass das Theater nicht subventioniert ist wie in Deutschland. Deshalb, und wir sind non-for-profit, also gemeinnützig. Wir beziehen unsere Gelder aus Fördervereinen, von Privatsponsoren oder halt auch über unsere Eintrittsgelder, die aber ein bisschen anders in der Höhe liegen als bei einem kommerziellen Projekt. Aber ja, wir müssen halt immer quasi wie bei einem Film, wir müssen wie ein Film produziert wird, produzieren wir halt die Theaterstücke. Ja, kann man davon leben? Das ist im Moment noch eine absolut ideelle Kiste, die wir da machen. Das ist aber auch, was uns Spaß macht. Und wir arbeiten halt alle sonst als Schauspieler, drehen Filme und das ist einfach eine Geschichte, die wir uns ausgedacht haben. Das ist so ein Herzding. Ja, jetzt hast du hier in Deutschland einen Film gedreht. Dieser Film, ich sage es zum dritten Mal, hat sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Ist letzte Woche angelaufen, ja. Heißt Bang, Boom, Bang. Und du spielst da kann man sagen, so einen neureichen Söhnchen? Ja, so einen richtig schmierigen Lappen. Dein Vater ist Dieter Krebs in dem Film? Ja. Ja? Was hat er für eine Firma? Also wir haben eine Spedition, ja. Die heißt Kampmann, der potente Partner. Aha. Und wir machen halt alles andere als legale Geschäftchen. Ja.
Und das genau muss man sich dann mal angucken. Also ich habe eigentlich in der Firma nicht sehr viel zu tun, als den ganzen Tag unsere Sekretärin zu belästigen. Die Sekretärin ist sehr, sehr attraktiv und ist auch wirklich immer ein gern gesehener Gast bei uns, Alexandra Neldl. Ja. Und wir zeigen einen wirklich sehr, sehr guten Ausschnitt. Wie heißt die Figur, die du spielst? Marc Kampmann. Marc. Und wie heißt die Sekretärin? Melanie. Marc baggert Melanie an am Arbeitsplatz in der Firma seines Vaters. Das ist wirklich sehr gut. Ja, ja. Also, die Reaktionen sind im Kino jedes Mal ähnlich. Ne? Ja. Hast du schon mit ganz normalem Publikum im Kino gesehen? Ja. Ja. Bist du, da schleichst du dich einfach rein abends oder gehst vorne an die Kasse, dass man dich auch ein bisschen sieht vorher? Wie handhabst du das? Ja, meistens das war das jetzt halt bei den Previews so, dass da waren die Leute halt da und dann kamen wir am Ende. Aber ich habe halt die Reaktionen während des Films habe ich halt gesehen. Ja. Und die Leute gehen auch wirklich raus und sind begeistert und der Film gefällt ihnen. Und das ist das Wichtigste, dass sie das weiterempfehlen. Im Moment wird ja sehr wieder über den deutschen Film gemeckert, aber ich finde, also Bang Boom Bang ist ein richtiger Glücksfall. Also, ja. Sollte man sich wirklich ansehen. Also, der ist ja sicher noch lange Zeit im Kino zu sehen. Das ist wahrscheinlich so ein Film, der so ein bisschen gemächlich anläuft, aber dann wie eine Lawine über Jahre hin. Die Mundpropaganda einsetzt. Die Mundpropaganda. Ich habe gehört, das heißt, der Wanna-See-Effekt muss eintreten. Der Wanna-See. I wanna see the film. Geh mal mit. Quasi, wer ihn noch nicht gesehen hat, ist out. Wer ihn noch nicht gesehen hat, ist out. Ja. Und wer schon traut war, muss wieder rein. Ja. Weil er sagt, beim zweiten Mal hat man noch mehr davon. Dann hat man alle Witze verstanden. Ihr habt ja aber eigentlich schon, die Plakate, die sind so auf Gangsterfotos gemacht. Ja, ne? Also Fahndungsfotos. Und es geschah Unangenehmes bei der Premiere. Einer der Hauptdarsteller wurde gleich direkt verhaftet, stimmt das? Ja, leider. Der Ralf Richter ist bei der Premiere in Köln verhaftet worden. Ja. Und hat auch immer noch damit zu kämpfen. Ja. Ich weiß noch keine richtigen Einzelheiten, aber das wird sich jetzt irgendwie mal langsam rauskristallisieren. Ja. Habt ihr das gemerkt? Hat es gestört auf der Party? Ich habe das leider nicht gemerkt. Ich merkte das erst, als wir auf die Bühne gerufen wurden. Und der Peter Torwart, der Regisseur, sagte, der Ralf ist leider nicht abkömmlich. Aber der wusste es aber schon. Da war auch schon, nee, das hat ihn auch völlig überrascht. Da waren die Zivilfahnder, sind irgendwie da aufgekreuzt und haben ihn dann da abgefischt. Das ist ja unglaublich. Man muss ja im Kino, wenn man sitzt, weiß man nicht, ob neben einem schon Zivilfahnder sitzt. Ja, genau. Ja? Genau. Ne? Ja. Ob man den Film auch zu Ende guckt. Ja, und die haben auch nicht ein großes Z hinten auf dem Trenchcoat oder so. Nein, das ist irgendwie alles inkognito. Das ist unangenehm, aber sowas ist natürlich auch nicht, wird nicht grundlos gemacht. Also da müssen schon größere Verdachtsmomente vorliegen. Ja, aber man muss auch mal abwarten. Ich meine, da gibt es jetzt noch keine genauen, also ich wollte jetzt schon eine Zeitung nennen, aber die Boulevardpresse schreibt natürlich erstmal alles mögliche, die schlimmsten Geschichten, aber muss erstmal die genauen Tatsachen muss man erstmal abwarten. Und das wird ja dann in nächster Zukunft zu erfahren sein. Du warst jetzt in Berlin. Ja. Ja, was hast du da gemacht? Ich habe halt für unser Theater ein Event vorbereitet mit meinen Partnern, das heißt Für eine Handvoll Dollar. Das ist eine Geschichte am 19. September im Podewil in Berlin. Ja. Da stellen wir German Theater Abroad halt in Deutschland zum ersten Mal so richtig vor. Und es gibt das ist ein sogenannter Fundraising-Abend, also ähnlich vergleichbar mit einem Benefits-Abend, an dem wir das uns vorstellen werden. Und es wird eine Lesung geben von einem Stück von Klaus Pohl, Wartesaal Deutschland, an dem sich freundlicherweise Heinz Hönig, Gudrun Landgräbe, Thomas Heinz, Nina Kronjäger beteiligen, unter anderem. Und danach gibt es eine Kunstauktion und eine Party. Ja. Und damit versuchen wir natürlich erstmal uns hier nochmal vorzustellen. Und also für das New Yorker Theater hier in Berlin macht ihr Werbung. Ja. Aber ich meine, das ist ja so eine Kulturaustauschgeschichte zwischen Deutschland und Amerika. Ja. Und wir planen natürlich auch Sachen von New York wieder nach Deutschland zurückzubringen. Halt auch die amerikanischen Künstler, die bei uns spielen. Es ist halt so eine Geschichte, dass wir versuchen, die deutsche und die amerikanische Theaterkultur aufeinanderprallen zu lassen in deutschen Stücken und zu sehen, was dann passiert. Und wir möchten das auch wieder nach Deutschland zurückbringen. Also du bist ein ernsthafter junger Künstler geworden. Ich will nicht sagen, dass du nicht schon immer warst, aber wenn man sich so den Weg überlegt von den Anfängen und so weiter und was du jetzt machst und du hast auch nach wie vor in New York zu bleiben und es da zu schaffen. Ja, wir sind ja, also ab 18. Oktober spielen wir wieder in New York, ne, bis Ende November. Da gibt es wieder die Reihe New German Voices, die machen wir jedes Jahr. Das geht über 6 Wochen dieses Jahr. Jede Woche gibt es ein neues Stück.
entweder in einer Inszenierung oder in einer szenischen Lesung. Ja. Und dann haben wir wieder eine Auswahl getroffen von zeitgenössischen deutschen Stücken. Die werden wir da wieder präsentieren. Und wer uns gerne besuchen möchte... Wo ist das in New York? Ja, wichtig. Das ist das Cherry Lane Theater. Aber wir haben auch eine Webseite. Da kann man, das ist www.g-t-a.com. Ja. Und da kann man sich, also wenn jetzt noch für den Benefit dabei sein möchte in Berlin am 19. September, kann sich da bei uns melden. Da gibt es so einen kleinen Punkt, da kann man so eine Mail schicken. Ja. Und wir melden uns dann und wir würden uns freuen. Das kann man ja machen, wenn man aus dem Film Bang, Boom, Bang rauskommt nach Hause. Kann man an den Computer gehen. Kann man an den Computer gehen und sich dafür dann melden. Ja. Christian, ich wünsche dir viel Erfolg. Danke für deinen Besuch. Ich freue mich sehr auf meinen nächsten Gast, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal bei uns zu Gast, obwohl ich schon seit vielen Jahren darauf warte, dass sie bei uns hier zu Besuch ist. Sie ist eine Ausnahmeathletin gewesen. In Seoul 1988 sechsmal Gold geholt im Schwimmen. Seit 1993 beim ZDF als Sportmoderatorin. Herzlich willkommen, Christine Otto. Wenn ich mich richtig erinnere, sind Sie eigentlich die Einzige, die diesen Sprung so problemlos geschafft hat, von einer wirklichen Weltklasse-Sportlerin, auch vor die Kamera als Moderatorin, oder? Sonst kann sein, ja. Ja, wissen nicht, wer es ist. Und zwar nicht nur, dass man sagt, na ja, und die kennt sich da aus, und wenn man mal am Schwimmen so als Co-Kommentatorin, sondern Sie moderieren regelmäßig beim ZDF. Und eigentlich mit dem Schwimmen haben Sie so viel gar nicht mehr zu tun, oder? Aktiv gar nicht mehr? Aktiv überhaupt nicht mehr, nein, das meine ich. Nicht mehr. Ja? Aktiv, nö. Was heißt das? Man steigt aus dem Wasser, Handtuch und Feierabend? Nicht oder? Ganz, aber nee. Fast, ja. Also ich habe noch so anderthalb Jahre abtrainiert. Aber heutzutage, wenn ich jetzt in ein Schwimmbad gehen würde, das geht ja alles nicht. Ich schwimme alle quer, kreuz. Also wenn ich jetzt schwimmen wollte, könnte ich es gar nicht mehr so schnell. Ja. Es strengt auch unglaublich an. Ich mache es, wenn ich bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften für ZDF unterwegs bin. Dann nutze ich die Mittagspause, einfach mal in so ein Becken zu gehen und zu schwimmen. Aber mehr aus Eitelkeit, weil man dann so schön braun wird. Ja, und keine Angst vor den gefährlichen Ufer. Sie sind ja, fast hätte ich gesagt, nahtlos braun, nein, aber makellos braun. Nein, ist... das wissen Sie nicht ganz so genau. Aber was ich sehe, ist makellos braun. Naja. Ist das die ZDF-Bräune aus Sevilla? Richtig, von der WM? Die ZDF-Bräune. Ja. Da waren Sie aber gar nicht als Moderatorin vor der Kamera eingesetzt? Nee? Nee, das macht immer schon seit Jahren Norbert König. Ich bin dort als Redakteurin vom Dienst. Das heißt, was ist da Ihre Aufgabe? Ich mache eigentlich alles. Ich bin so die Person, die zwischen dem Moderator, den Reportern, dem Leiter und dem Regisseur steht. Also ich bin so die Verbindung für alle. Ja. Man sagt manchmal böse, das ist der Rindvieh vom Dienstjob, aber das ist nur so. Ja, gut, aber es ist wahrscheinlich, ich kann mir das vorstellen, ein sehr, sehr, sehr wichtiger organisatorischer Job, also auch inhaltlich. Ja, also ich bin für den Sendeablauf zuständig und achte darauf, dass das alles so seinen geordneten Gang geht. Ja. Und das ist toll. Also gerade bei so einem Event wie Leichtathletik dabei zu sein, wo das so unglaublich großflächig ist und wir unglaublich lange Sendezeiten auch haben, ist es anstrengend. Aber zu meiner ganzen anderen Arbeit, also als Moderatorin, eine tolle Abwechslung. Ich finde das ganz super, wenn man auch das noch nebenbei machen kann. Hat es Sie nie gereizt, zum Beispiel so ein Aushängeschild wie das ZDF zu moderieren, also das aktuelle Sportstudio? Ach, na klar, das ist natürlich ganz reizvoll, aber ist noch gar kein Thema. Warum nicht? Also A, finde ich, wir haben gute Moderatoren und das ist gut, auch alles okay. Aber man will ja auch mal was fürs Auge. Ich glaube... Ja. Danke. Ich glaube, es ist noch eine Nummer zu groß. Warum? Und ich finde es auch wichtig, dass man sich selbst da so einschätzt und daran halte ich auch fest. Ja, warum? Haben Sie Angst vor dem Fußball? Ich habe Respekt. Beziehungsweise vor den Trainingshosen zu Hause. Hör mal, Mädchen. Ja? Na, das werden wir erst mal sehen. Ich habe Respekt davor, ja, vor dieser großen Fußballkiste, okay. Ja, das ist ja doch der Hauptbestandteil, ne? Aber ja, ich mein, gehört gut, natürlich dazu, klar. Ja, interessieren Sie sich für Fußball? Ich brenne nicht dafür, aber ich interessiere mich, ja. Muss man brennen? Ich glaube, viele schon brennen dafür, also gerade Männer, logisch, die wachsen mit dem Fußball auf, für die ist das Fußballspielen das Leben. Die legen früher, das haben sie bestimmt auch gemacht, als Kind haben sie nicht so Alben angefertigt und eingeklebt und sowas alles. Von Aral, ja, so ein ganz großes, da war es Albert Brülls, FC Brescia, Horst Szymaniak
Carlo Schnellinger hat mich immer sehr fasziniert als Kind, dass das der Carlo hieß. Heißt, er ist Karl-Heinz, aber weil er in Italien so erfolgreich war. Wurde ein O noch dran gehabt. Wurde Carlo hieß dann auch. Nee, das habe ich alles nicht gemacht als Kind, weil ich bin ja eher geschwommen. Also ich war im Becken. Und ja, wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben? 9. Haben Sie freiwillig geschwommen oder haben Sie wirklich war? Na klar, das geht's nicht. Und gerne geschwommen? Nicht immer, nein. Also es gab auch Momente, morgens um 7 ins Schwimmbecken zu gehen und loszuschwimmen, das ist gruselig. Ja. Aber wissen Sie, was der Vorteil ist? Was? Wenn nämlich das Wasser warm ist und es draußen kalt ist, ist es neblig und dann kann man abkürzen. War das denn so? Ja. Ja? Kam vor, ja. Wie ist es, wenn man als Sportlerin so erfolgreich ist? Wie wird man dann entdeckt? Bewirbt man sich? Macht man ein Praktikum? Muss man abends warten, bis die Sportreporter den Absacker nehmen? Oder wie geht das? Es sind sicher Männer, die engagieren, oder? Ja. Also es waren schon Männer. Also bei mir war das so, ich wollte unbedingt im Sport treu bleiben, habe Journalistik studiert, habe beim Radio in Leipzig gearbeitet und plötzlich kam ein ZDF-Team auf mich zu, Marcel Reif und Béla Reti, bekannt, unsere großen Fußballstars. Beide im weißen Anzug? Nein. Ganz salopp, ganz sympathisch. Ja. Und die drehten über mich einen Film und kurze Zeit danach hörte ich, beide haben vorgeschlagen, Karl Senne war damals Sportchef, mich als Co-Kommentatorin zu... Karl Senne, mein Idol. Höher. Ja. Was macht eigentlich Karl Senne heute? Ist er noch da beim ZDF? Nein, ist nicht mehr. Der liegt auf Mallorca. Ist er nicht zu Daimler Benz dann gegangen? Ja. Auch offiziell, ne? Ja. Ja, genau. Karl Senne, also der war der Chef und hat Sie... Ja, aber zu verdanken habe ich Sie in erster Linie erstmal dem Vorschlag von Marcel Reif und Béla Reti. Die haben gesagt, er ist eine junge, talentierte Frau. Ja. Wir haben jetzt beim ersten Eindruck gar nicht gesehen, wie sie aussieht, aber sehr begabt. Und dann mussten Sie Volontariat machen? Oder wie? Na, Volontariat habe ich noch in Leipzig gemacht und dann war ich im aktuellen Sportstudio als Gast eingeladen. Und dann bekam ich von Karl Senne das Angebot, auf dem Sender zum ZDF zu kommen. Das müssen Sie als Dokument dann geben, gesagt, das oder? Gibt's, ja. Wie er sich sozusagen vor der Kamera verpflichtet hat. Ja. Müssen wir uns mal besorgen. Weil ich habe das eigentlich relativ häufig gesehen, aber da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber das ist... Es war ein Sportstudio in Meran. Aha. Das ist mit Reinhold Messner. Ja, warum? Ja, ich habe ja den Anfang der Sendung gesehen. Ach so, ja, und warum lassen Sie das? Sind Sie gemeinsam abgestürzt? Oder? Nein, überhaupt nicht, nein. Nee. Also da können Sie dann, klar, das vergisst man natürlich nicht. Ja. Dann fragt man sich oft, was ich sehr gern sehe, ist, wenn Sie zum Beispiel so bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen, die, was weiß ich, in Atlanta oder so, mit Zeitverschiebung. Ja? Mhm. Zum Beispiel mit Kollegen wie Michael Steinbrecher oder so, wo da so die Übergabe stattfindet und sagt, Mensch, das sind zwei Kollegen und so, die verstehen sich, die sind sich sympathisch. Ist das oft so, dass man dann, wenn man außerhalb ist, wie Sie immer sagen, auch sich näher kennenlernt mit den Kollegen? Ja. Oder? Das ist so? Ja. Ja. Wie nahe? Das ist sehr nah. Sehr nah. Aber also schon. Es bleibt immer noch im Rahmen des... Ja, würde ich so sagen. Im Rahmen des ZDF-Rahmenvertrages. Vielleicht auch da ein bisschen drüber hinaus. So, es war sehr lustig, wir haben viel Spaß gehabt, wir haben auch nette Abende gehabt. Und Sie arbeiten weiterhin sehr erfolgreich zusammen. Ja. Das ist das, was Professor Stolte will. Glaube ich schon. So direkt haben Sie das auch noch nie irgendwo gesagt, oder? Ich nicht, nein. Er schon? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass er danach gefragt worden ist. Ja, aber ich habe ihn, glaube ich, nicht gefragt, weil bei mir war er sehr sensibel, als er hier war und so weiter. Ich habe das gesehen, so, mir hat das sehr gut gefallen, weil es war eigentlich der Grund. Mich interessieren dann die Ereignisse, so die eigentlichen, irgendwie Platz 21 von Ivypci Kalumbu im Hammerwerfer oder was ist nicht so. Aber wenn man merkt, da ist so ein bisschen... Ja, er hat dann mir zuliebe sogar Heuschrecken gegessen auf dem Sender. Es war schon nicht ganz ohne. Er hat Ihnen zuliebe... Ja, er hat eigentlich das gar nicht gemocht und in Japan gibt es ja Sachen, also wir mögen das alle nicht so und... Dann haben wir so Insekten da gehabt, weil ein Kollege das aß. Und dann hat gesagt, okay, das nehme ich jetzt mal den Sekretär. Ach so. Und der aß das. Nein, das war mein Sekretär, weil meine Texte schrieb. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme die Dinger jetzt mal mit rein, weil wenn man 3 Wochen zusammenarbeitet, muss es auch mal ein bisschen lustig werden. Ja. Und dann habe ich ihm das angeboten und er hat es gegessen. Das fand ich genial. Sie kommen aus Leipzig? Ja. Ja? Und ich bin ja mit den Jakob-Sisters groß geworden, künstlerisch. Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle, Rosi, Ada und wie er alle heißt. Und die wollten immer mit mir das Lied singen, schöne Mädchen kommen aus Sachsen. Kennen Sie das Lied? Nein. Ich kenne nur die... Aber die schönsten Frauen wachsen in Sachsen auf den, wie auf den Bäumen oder so ähnlich geht das? Nee, aber das ist, also ich habe das schon häufiger festgestellt, dass aus Sachsen oder überhaupt aus der ehemaligen DDR eigentlich sehr attraktive Frauen kommen. Mir wird ja immer so eine Ossi-Feindlichkeit latent unterschoben.
Ich halte mich da jetzt zurück. Nee, definitiv. Aber das ist nicht objektiv gesehen. Und was mich sehr, sehr überrascht, ist, bei Ihnen hört man aber auch nicht den kleinsten Anklang. Danke. Ja. War das immer schon so? Haben Sie nie gewechselt oder haben Sie das mühselig? Also ich hatte ganz strenge Sprecherziehung. So weit, dass ich solchen Muskelkater und Verspannungen in den Knochen hatte. Ja. Wirklich dass war? Ich kaum noch in der Lage war, meinen Namen zu sprechen, weil in Leipzig beim Hörfunk es schon nicht erwünscht war, dass wir Sächsisch sprechen. Nicht mal da? Nicht mal da. Wobei die größten Bühnenschauspieler ja früher einen leichten sächsischen Akzent hatten. Ich habe auch nichts gegen den Dialekt, sollen die ja, aber ich persönlich mag auch das Hochdeutsch. Aber es kommt natürlich trotzdem auch noch durch. Dazu stehe ich auch. Nein, ich bin Leipzigerin, das ist meine Heimat. Ja, aber es kommt definitiv nicht durch. Ich fände es auch schön, aber es ist, nee, also, aber machen Sie noch so mit Vati und Mutti zu Hause. Hören Sie bitte auf. Wenn Sie anrufen. Nein. Nicht mehr? Nein. Ihre Eltern sprechen das auch nicht? Nicht so doll, nein. Nee, Glück gehabt. Sie leben in Wiesbaden? Ja. Ja. Wann werden da die Bürgersteige hochgeklappt? Weil ich komme aus Stuttgart und Wiesbaden ist ja doch auch eher, wie soll man sagen, eine sehr vornehme Stadt mit sehr vielen älteren Menschen, die es geschafft haben und das auch an den Händen tragen. Und kann man da als junger Mensch abends auch weggehen? Oder fährt man nach Frankfurt rüber? Nach Frankfurt mal fahren, nach Köln fahren, ist ja alles nicht weit. Von das ist Wiesbaden ja das aus nach Köln? Ja, ist ja kein Problem. Eine gute Stunde. Man muss natürlich auf der Rückfahrt aufpassen. Man Sie fahren von Wiesbaden nach Köln eine Stunde? Naja, ein bisschen länger. Okay, anderthalb. Ja, eben. Ja. Sie kennen den Elzerberg? Ja. Da kommt man auf der Rückfahrt vor allem, ja. Vorsicht. Also sind Sie eine sportliche Fahrerin? Bin ich, ja. Ich bin auch schon gestraft worden dafür, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Nee. Gab es auch Punkte oder nur Cash? Es gab richtig. Ja, richtig. Muss aber nicht sein. Empfehle ich niemanden. Nee, das müssen wir. Die Vorbildfunktion muss gewahrt sein. Ja. Gerade beim ZDF sind sie wahrscheinlich doch noch ein bisschen strenger als bei den Privaten oder was, wenn da einer so ein Problemchen hätte oder was, und sagt, okay. Es geht alles weiter. Solange die entscheidenden Tore im Champions League-Finale schießt, wollen wir nicht so genau sein. Wann haben Sie die nächste Sendung? Am Sonntag, 17.05 Uhr. Das ist ganz wichtig und man weiß die Titel nicht mehr, das ist Sportreportage. Wunderbar, ja. Ja, weil ich wechsle heute und heute schon nach. Und Schaukelstuhl und so. Nein. Sportreportage 17.05 Uhr ja. Mit den Highlights von Cottbus. Ja, wir schauen mal, was die Nationalmannschaft am Samstagabend gemacht hat. Richtig. Ja? Ja. Das ist ja, ist das. In Helsinki, EM-Qualifikation. Im ZDF übrigens, Samstagabend. Ja? Ja. Selbstverständlich. EM-Qualifikation. Oh. Deutschland, Finnland oder Finnland, Deutschland. Mal gucken, ne? Ja. Geben Sie den Tipp ab? Nee. Die müssen gewinnen. Die Deutschen? Na klar. Ja, was denn sonst? Wir sind Weltklasse. Also, Sonntag, 17.05 Uhr. Man guckt am besten das ganze Wochenende ZDF durch. Das wäre was. Ja, hat mich sehr gefreut, dass Sie mich bei auch? Uns waren. Dankeschön. Toi, toi, toi weiterhin. Und das ZDF soll sich mal in Unterhaltung einsetzen. Nicht immer nur im Sport. Das bin ich überzeugt, können Sie sehr gut und mit großem Erfolg. Danke. Ja? Dankeschön, bis morgen. Tschüss, Gunnar.